Bisher bei Faking It. Du hast das Einzige getan, von dem du wusstest, ich könnte es nie verzeihen. Jetzt musst du entscheiden, willst du mich noch in deinem Leben oder nicht? Warte. War irgendwas davon echt? Nein. Hiernach hörst du mit dem Kunstquatsch auf und fängst ein Praktikum bei Squirkle an. Du weißt, dass es Liam war, oder? Jemand hat den Link von Dukes Double-Account an TMZ geschickt. Ich liebe Shane Harvey. Danke für eure Unterstützung. Ich werde sehr gern eure Schulsprecherin. Heißt das, du verzeihst mir? Nein. Ich liebe dich. Was soll das jetzt? Ist mir so rausgerutscht. Tut mir leid. Wie oft muss ich dir noch sagen, wir sind nur gute Freunde, die gelegentlich Sex haben. Und wenn das zu verwirrend für dich ist, dann müssen wir vielleicht aufhören. Ja, schon verstanden. Mein Mund hatte es nur vergessen. Oh, Scheiße. Wir kommen zu spät. Fortsetzung folgt. Ich brauche noch eine Sekunde. Lauren? Geht's dir gut? Es ist schon 2 Wochen her, dass du mit dem Jungen Schluss gemacht hast. Mit wem? Welcher Junge? Ach so, dieser Theo, den kannte ich kaum. Wenn das so ist, wieso bist du dann so wütend, Süße? Ich bin nicht wütend, sondern gestresst. Als Schulsprecherin bin ich jetzt ein Vorbild und darf keinesfalls zu spät kommen. Sag Amy, sie soll den Bus nehmen. Amy, du hast 5 Sekunden, dann komme ich hoch und zerr dich aus dem Bett. Ich bin ja da, Mann. Falls du mit Lauren fahren wolltest, die ist gerade weg. Schon okay, Kammer und Liam holen mich ab. Schatz, ich weiß, dass ich dir nicht das beste Vorbild für gesunde Beziehungen war, aber selbst ich erkenne, dass das eine furchtbare Idee ist. Karma und ich haben alles beredet in den letzten 2 Wochen. Den Ausrutscher mit Liam hat sie mir verziehen. Na, ich hoffe, du hast recht. Aber sollte sie sich mit einem spitzen Gegenstand nähern, rennst du weg. Oh, von Reagan? Hat sie dir etwa einen Antrag gemacht? Sehr witzig. Nein, sie hat ein Bild von unserem Campingtrip geschickt. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Nicht, dass ich mir irgendwas vorgestellt hätte. Ist echt nett, dass du uns heute zur Schule fährst. Was soll ich sagen? Ich bin eben ein guter Freund. Und so kann ich auch ein Auge auf euch zwei werfen. War nur ein Scherz, Leute. Chillt. Ihr wisst doch, ich bin drüber weg. Lasst gut sein. Karma, ganz sicher, dass das so ist? Wieso, fragst du? Ich höre bei dir nur diese Schärfe und du trägst auch immer noch nicht unsere Kette. Oh, machen wir das immer noch? Ich meine, findest du denn nicht, dass die etwas kindisch sind? Wir sind 16. Wir wurden schon verhaftet und sind dank ihm hier keine Jungfrauen mehr. Glaub mir, ich bin sowas von drüber hinweg. Sieh mich an. Ich bin ein Profi-MMA-Kämpfer, der in der Öffentlichkeit mit seinem Freund Händchen hält. Siehst du, Stars sind genau wie wir. Der dich geoutet hat, hat dir fast einen Gefallen getan. Nur, dass dieser hinterhältige Wichser nicht wissen konnte, dass Swiftload für Klack & Go einspringen würde, als die mich abgeschossen haben. Wenn ich je rausfinde, wer das war, okay, dann... Okay, Dookie, trag die Wut in den Ring. Tut mir leid, du hast recht. Du weißt, wie du mich beruhigst. Alles okay? Ich bin Vollidiot. Du wirkst so abwesend. Du hast was. Und ich glaube, ich weiß auch was. Wirklich? Lauren hat gegen dich die Schulsprecherwahl gewonnen. Ja, aber nur dank ihres Intersex-Dings. Die werden sie auch bald wieder absägen bei ihrer radikalen Agenda. Alles klar, der Nächste. So ist gut. Hier rein. Schülerausweis, bitte. Oh, ich hab meinen weggeworfen. Schreckliches Foto. Die Augenbrauenpose war nicht gelungen. Penny, wir haben hier noch so einen. Ist okay. Der junge Mann ist ein Schüler. Und der andere hier? Er ist kein Schüler, sondern mein Profi-MMA-Kämpferfreund. Na, das hatte noch gefehlt. Penelope, was soll der Scheiß? Ich weiß. Tut mir leid. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Auf wessen dann? Des neuen Rektors. Das wäre die Möglichkeit, deine sinkenden Umfragewerte anzukurbeln. Was meinst du denn damit? Die Leute lieben mich. Sie lieben nur das, wofür du stehst. Die Realität? Nicht wirklich. Jeder hat gehofft, dass du inspirierender sein würdest in deiner Rolle. Warum redest du nicht öfter über Intersexualität? Okay,
Dann rede darüber, wie Theo dich betrug. Das hatten wir schon. Wir trennen strikt zwischen öffentlich und privat. Okay. Dann hast du noch eine einzige Möglichkeit. Du musst dich gegen den neuen Rektor stellen und die Schüler auf deine Seite ziehen. Es tut mir leid, Wendy. Das Gespräch müssen wir nachher fortsetzen. Jemand sitzt nämlich an unserem Tisch. Komm runter, Evita. Es gibt keine Reservierungen in der Cafeteria. Nun, jetzt schon. Die Regel gibt's seit letzter Woche. Also, wenn's dir nichts ausmacht. Weißt du, Lauren, zum Glück gibt es etwas, woran du dich klammern kannst seit Theos tragischem Betrug. Aber vergiss nicht, wer hier wirklich das Sagen hat. Ich. Oh, Shane, Gemeinsein steht dir gut. Hey, was ist mit Karma? Du zuerst. Ladies first. Verkneif dir das. Na, dann fang ich halt an. Karma sagt, sie hat uns verziehen, aber das ist nicht wahr. Ich weiß, sie denkt, unsere Ketten seien kindisch. Irgendwie stimmt's auch. Hast du die nicht bei einer Wurfbude gewonnen? Nein, es war eine Greifmaschine. Achtung, alle Schüler werden nach draußen zu einer Pflichtversammlung gebeten. Ladies first. Oh. Gandhi sagte einst, der beste Weg, sich selbst zu finden, ist der, sich im Dienst zu verlieren. Und ich freue mich, das zu tun als Hesters neue Vizerektorin. Von heute an haben wir ein neues Oberhaupt, Rektor Turner. Danke, Vizepräsidentin Beaver. Es heißt Bevier. Kinder, ich will ehrlich zu euch sein. Ich bin keine Inspirationsquelle. Ich motiviere euch nicht, eure Träume und Ziele zu verfolgen oder sonst irgendetwas Schwachsinniges. Die jüngste Drogenrazzia hat die gefährlich lockeren akademischen Standards aufgedeckt, die hier herrschen. Diese Schule hat sich ihre eigenen weltfremden Regeln gegeben. Und ich bin hier, um das zu ändern. Glaubt mir, es ist zu eurem Besten. Lauren Cooper, Schulsprecherin aus der 10. Ich gebe Ihnen eine Führung und ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Der Kerl muss gestoppt werden. Treffen wir uns nach der Schule und schmieden einen Plan. Heute geht nicht. Ich muss zum Zahnarzt. Das ist wichtig. Ich habe gehört, aus dem Kunstraum wird ein Abstellraum. Darüber bin ich echt wütend, aber auf den Termin warte ich seit Wochen. Penelope, dieser Typ wird alles zerstören, wofür diese Schule steht. Denkst du denn, ich wüsste das nicht? Mein Job stand auf dem Spiel und ich habe 3 Katzen zu versorgen. Tut mir leid, ich kann nichts tun. Aber wenn ein gewisser Vordenker zu einer Schülerdemo aufrufen würde... Okay, ich werde gleich rot aufhören. Ich mach's. Ja, danke. Du redest mit Lauren und ich wasche meine Hände in Unschuld. Erzähl mir doch, was los ist. Mal sehen, also jetzt bin ich nicht nur für jedermann die vorgetäuschte Lesbe, sondern auch die Tochter der Drogendealer, die die Schule zerstört haben. Toll, nicht? Du bist aufgewühlt. Wie wär's, wenn ich nach der Schule zu dir komme und wir etwas essen? Wie den fleischlosen Hackbraten deiner Mutter? Oh, keine gute Idee. Meine Mom hat eine schlimme Warze am Finger. Ist voll eklig. Glaub mir, du willst ihre Hände nicht an deinem Essen. Bis dann. Squirkle-Hauptsitz, bitte dranbleiben. Hey, Liam! Hey, Janet, wie geht's Ihrem Beinzeh? Der Arzt sagt, der ist nicht entzündet. Da bin ich beruhigt. Wir werden uns wiedersehen, junger Jedi. Psst. Du wirst mich nie auf die dunkle Seite ziehen. Abwarten! Guter Move, Booker. Okay, mach dich ans Werk. Du meinst an Squirkle. Hey, Yoda. Wo die Praktikanten sitzen, weißt du das? Ja, das weiß ich, weil ich da nämlich auch sitze. Da lang. Ich bin Liam. Sita. Und was führt dich zu Squirkle, Sita? Ich habe die falschen Pillen geschluckt und den super teuren Tesla meines Dads gecrashed. Also entweder ein Praktikum hier oder Internat in Florida. Und nicht in Miami. Tampa. Also, Squirkle, hier bin ich. Yay. Dann sitzen wir im selben Boot. Ich bin ja auch gegen meinen Willen. Na klar. Die Schule hat das Footballfeld zu einem biologischen Gemüsegarten umfunktioniert. Das muss ein Witz sein. Das ist erst der Anfang. Sie haben eine der Matheprüfungen durch Stricken ersetzt. Am Ende hatte jeder einen Pulli zu stricken und ich habe diese die Nähte nicht hinbekommen. Lauren Cooper, du scheinst über diese Schule genauso schockiert zu sein wie ich. Wie war es möglich, dass du zur Schulsprecherin gewählt wurdest? Weil ich diese Idioten manipulieren kann, wissen Sie? Und Sie brauchen meine Hilfe. Oh, tue ich das. Um die Schüler auf Ihre Seite zu kriegen, bevor eine Demo startet. Und glauben Sie mir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hey, Bubu. Hast du mich vermisst? Amy, was machst du denn hier? Oh, naja. Ich habe 4 Jahre gebraucht, um 50 Shades zu lesen und dachte, dass du es vielleicht zurück willst.
Was geht hier vor sich? Wo ist dein Zeug? Du liebst Zeug. Weißt du, ich misste aus. Das Alte raus, das Neue rein. Oh, entschuldigt, ich komm später wieder. Was willst du hier? Wer ist das? Felix, hier ist mein neuer schwuler Freund. Er hilft mir dabei, meine Garderobe aufzumöbeln. Ist doch so, oder Felix? Ja, genau. Und außerdem bin ich nicht nur schwul, sondern ein laufendes Klischee. Oh, du kleine Drama-Queen. Wir haben noch eine Menge vor uns. Also, am besten rufe ich dich morgen an, ja? Aber... Alles klar, ja. Hi. Bis dann. Hey, wieso hast du ihr gesagt, ich wäre schwul? Denkst du, sie hat's geschluckt? Liebe Schüler der Hester High, in Zukunft müsst ihr auf einige persönliche Freiheiten verzichten. Seid ihr es leid, wie Kriminelle behandelt zu werden? Ich bin Lauren Cooper und ich denke genauso wie ihr. Ich meine, wozu gibt es denn bitte Spinde, wenn sie noch nicht einmal Türen haben? Hab ich recht? Wir dürfen auch nicht mehr auf dem Campus parken. Und was am schlimmsten ist, wir müssen diese Dinger tragen. Das ist unmenschlich. Wieso sollten alle für die Taten einiger weniger leiden? Deshalb haben Rektor Turner und ich uns etwas überlegt. Hesters neues Verifizierungsprogramm. Jetzt kann ich zur Schule fahren und normale Rucksäcke tragen. Ich habe alle Freiheiten von früher wieder. Und verifiziert zu werden ist einfach. Die neuen Verhaltensregeln unterzeichnen, Fingerabdrücke machen und spontanen Drogentests zustimmen. Denn wenn keiner was zu verstecken hat, ist auch nichts dabei, oder? Was schon dabei ist? Ist das Ihr Ernst? Darauf wird nie einer reinfallen. Glückwunsch, hier ist dein Ausweis. Was geht denn hier ab? Hey Shane, kennst du schon Karmas mysteriösen schwulen Freund? Hey, verarschst du mich? Ist der schlagfertig, lustig? Was trägt er für Sachen? Ist der süß? Ist der süßer als ich? Ich weiß nicht. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Heißt Felix. Felix? Oh, der Neue aus meinem Strickkurs für Fortgeschrittene? Oh, Gott sei Dank, der ist nicht schwul. Ganz sicher? Glaub mir, auf mein Schwulenradar ist hundertprozentig Verlass. Naja, was Jungs betrifft. Wieso sollte er dann so tun, als wäre er schwul? Ja, wer würde so etwas Schreckliches machen? Er karmert Karma. Hm? Er macht einen auf schwul, um ihr Vertrauen zu gewinnen und sie dann so zu verführen. Genau. Entschuldige mich eine Sekunde. Hi, Brenda. Fingerabdruck? Brenda, was soll das? Oh. Du machst da echt mit? Sorry, Shane. Du weißt, ich brauche den Parkplatz. Du solltest auch mitmachen. Einfach hier klicken und den Bedingungen zustimmen. Wenn es dich nicht stört, lese ich sie erst. Was? Hat das irgendjemand gelesen? Das ist länger als die Memoiren meiner Großmutter. Oh. Die wollen uns ihre Regeln aufzwingen. Aber an der Hester ging es immer darum, Regeln zu brechen. Wir hinterfragen Tradition, wir vertrauen uns und wir machen uns für den Kleinsten stark. Kriege ich einen Amen, Brenda? Amen. Hey Leute, auf noch eine Demo können wir verzichten. Die machen sowieso keinen Sinn. Naja, keine von ihnen war bisher auch so gewaltig wie diese. Mitschüler hergehört, wenn Rektor Turner uns unsere Rechte wirklich entziehen will, dann sollten wir uns zu ihrem Schutz ausziehen. Nackter Protest! Nackter Protest! Nackter Protest! Nackter Protest! Nackter Protest! Und dann, als ob der Tag nicht schon schlimm genug war, mussten wir den Lastenaufzug nehmen. Nein. Doch. Oh, Junge. Ich habe gehört, dass du gute Arbeit leistest, aber du bist zu spät. Was ist deine Ausrede? Ich wurde in der Schule aufgehalten. Mhm. Zum Glück war Sita eine reizende Ablenkung. Ich wusste nicht, dass dein Dad der Chef ist. Er ist irgendwie heiß. Was? Es stimmt. Er lässt sicher nichts anbrennen. Oh. Tschüss. Sei nicht so prüde. Glaub mir, das bin ich nicht. Und halt dich lieber von diesem Mann fern. Er isst Kinderseelen zum Frühstück. Wow. Du magst ihn ja echt nicht. Booker, hart am Squirkeln? Na, aber sicher. Die meisten arbeiten echt gerne hier. Da muss ich wohl durch. Hm. Aber wenn du es hier so sehr hast, wieso bist du dann hier? Das ist eine lange Geschichte. Klingt interessant. Lass dir Zeit und schmück die guten Stellen aus. Ach. Wem soll ich es erzählen? Vertrau mir. Meine ganzen Freunde sind im Entzug. Okay, wo soll ich anfangen? Gut, Hester, wenn ich sage, wir alle haben nichts zu verstecken, zieht ihr euch aus, in Ordnung? N-A-C-K-T, unsere Rechte sind tabu! 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 Los, wir müssen reden! N-A-C-K-T, unsere Rechte sind tabu! Lauren, es ist nicht zu spät. Gesteh einfach deinen Fehler ein. Aber es war überhaupt kein Fehler. Ich stehe hinter dem, was Rektor Turner tut. Und ich habe dir geholfen, die Wahl zu gewinnen. Ah.
Lauren. Was zum Teufel tust du hier? Ich muss dir einfach sagen, dass ich dich angelogen habe. Ja, das weiß ich. Für wie bescheuert hältst du mich? Nein, ich musste sagen, dass zwischen uns nichts echt war, weil mein Boss da war. Ich weiß nicht, was du hier spielst, aber es wird nicht funktionieren. N-A-C-K-T, unsere Rechte sind tabu. Alles klar. Schüler, ihr habt 10 Sekunden, um abzuziehen. Danach wird jeder hier Samstag nachsitzen, und zwar einen Monat. Ich weiß, ihr hasst diese neuen Regeln. Eine echte Politikerin würde euch sagen, dass sie das auch tut, aber das mache ich nicht. Vor allem, wenn ich das nicht so sehe. Die Hester High ist nicht die Schule, die sie einmal war. Niemand weiß das besser als ich. Wir wurden gedemütigt und benutzt. Wir wurden betrogen. Die Regeln sollen uns beschützen, denn wir dürfen nicht zulassen, dass uns sowas wieder passiert. Vor was beschützen, Lauren? Wir haben nichts zu verstecken! Was soll das? Auch wenn sie jetzt nur eine Freundschaft mit gewissen Extras will, weiß ich, dass sie mir irgendwann vergeben wird. Echt, ich bin nur ungern direkt, aber... Naja, eigentlich liebe ich es, direkt zu sein, weil ich die Wahrheit ausspreche und du sie hören musst. Gib's auf. Nein, 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 du kennst sie nicht. Das muss ich nicht. Du hast ihre beste Freundin gevögelt. Game over. Schluss. Wir nicht, okay? Wir haben etwas Besonderes. Oh, Liam. Wie kann man nur so reich und so naiv sein? 5 Uhr. Wir sind frei. Oh. Wow, hey, hey. Ich musste dich alleine sehen. Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Man verwechselt mich oft mit anderen. Ich habe ein gewöhnliches Gesicht. Komm schon. Sag nicht, du hättest gestern Abend die Funken nicht gespürt. Es war elektrisch. War's das? Ich meine, es war sehr elektrisch. Aber ich dachte, du bist lesbisch. Ich habe mir nie einen Stempel aufgedrückt. Ich fühle mich von der Person angezogen. Und du bist eine Person, zu der ich mich sehr hingezogen fühle. Und ich denke, es geht dir ebenso. Wenn du nur nicht schwul wärst. Oh, ja. Deswegen ich... Hey, was ist hier los? Ist es etwa dein Ziel, jeden Jungen zu verführen, der in meinem Leben ist? Ich dachte, ich könnte dir wieder vertrauen. Das kannst du. Ich habe Felix nur als elenden Schwindler enttarnt. Er ist hetero. Er hat nur so getan, als wäre er schwul, damit er dich verführen kann. Wow, was? Warte ganz kurz. Ich bin hetero, ja, aber ich würde sowas niemals tun. Ich meine, was für ein Mensch würde das schon? Also, ich kann nicht glauben, dass du mich belogen hast. Okay, nein, tut mir leid, aber ich kann da nicht mehr mitspielen. Sag du es ihr oder ich mach's. Mir was sagen. Warum ich gestern in ihrem Zimmer war. Weil... es ab jetzt nicht mehr mein Zimmer ist, sondern seins. Na geht doch. Dann lasse ich euch zweimal allein. Ich versteh's nicht. Seit der Drogenrazzia sind wir pleite. So pleite, dass wir unser Haus an Felix' Familie vermieten mussten. Wir sind im Grunde obdachlos, bloß mit Haus. Wir können's uns nur nicht leisten, darin zu leben. Es tut mir leid. Wieso hast du nichts gesagt? Ich wohne in unserem Safttruck im Garten. Das ist demütigend. Das ist es überhaupt nicht. Es ist nicht deine Schuld. Die Ponyfrisur, die du in der 4. hattest, war's schon eher. Du schaffst das, aber du musst meine Hilfe annehmen. Aber es liegt gerade eine echt heftige Zeit hinter uns. Ganz genau. Und dadurch sind wir viel stärker geworden. Du bist meine beste Freundin und diese kindischen Ketten sind total überflüssig. Ich finde sie gar nicht kindisch. Die Kette ist weggekommen, als wir alles ins Lager geschafft haben. Na gut. Dann teilen wir uns meine. Wirklich? Mhm. Oh, das ist ja genauso wie in eine für 4. Nein, ist es nicht. Hey, Karma. Hey, ich will dich nicht stören, aber du sollst wissen, dass ich heute einer Freundin unsere Geschichte erzählt habe und sie mich für naiv erklärt hat, weil ich noch Hoffnung in uns setze.
Ich liebe dich und werde nicht aufgeben. Und wenn du gerade nicht an uns glauben kannst, dann ist das okay, weil mein Glaube für beide reicht. Hey, Kumpel. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber ich bin nicht schwul. Was machst du in Kamas Zimmer? Das solltet ihr vielleicht morgen mal bereden. Felix? Wer war das? Falsche Nummer, Dad. Nichts weiter. Nächstes Mal bei Faking It. Ich brauche einen Job. Regan hat erzählt, dass sie heute Abend noch eine Kellnerin brauchen. Liam ist hier. Shit, meine Ex auch. Wenn du Theo heimzahlen willst, oute ihn an seiner neuen Schule als Drogenfahnder. Das ist Ita. Wir lernen uns mal auf der Toilette kennen. Was, wenn ich es deinem Ex heimzahle und du meiner Ex? Achtung, Baldwin High! Ihr solltet alle etwas über Jimmy wissen.